Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Black and White 2. Ja, die Abstimmung war ganz, ganz klar für das böse Zeugs, für den bösen Gott entschieden worden. Und da mache ich jetzt auch natürlich den bösen Gott. Und ich kann euch schon mal etwas sagen, ich habe ein bisschen gecheatet, also das wird in der ersten Map, also in dieser Map noch nicht sein, aber ab der zweiten. Und das ist die Erzminen, die sind bei mir jetzt unendlich, weil alles ist unendlich. Die Hunger, also die Weizen ist unendlich, die Kühe auf der Weide sind unendlich, die Bäume sind unendlich, also alles ist unendlich, außer die Mine nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen unfair. Und ich habe es jetzt unendlich gemacht durch ein paar Edit-Befehlen, also so Edit-Sachen in den Configs. Und das wird leider erst in der nächsten Map so sein. Also da werden wir noch ein bisschen Ding. Aber es gibt genug Erzminen in der Nähe. Also da haben wir immer genug. Und zweitens, eventuell werde ich nicht zu 100% für die Dorfbewohner böse sein. Weil das Problem ist einfach, die Dorfbewohner arbeiten nicht mehr so effizient. Also sie werden zwar gestresst und so, aber sie haben dadurch auch viel Ablenkung und Sorgen und sind schwach und so. Dann werde ich eventuell manchmal ein paar Gasthäuser und so machen oder Kinderkrippen, damit wir mehr Einwohner bekommen und so weiter. Also ja, da müssen wir schauen, aber die Kreatur werde ich böse machen und mich selber auch eigentlich zum Bösen. Und werde schauen, dass ich 100% böse bleibe. Aber das wird es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Dafür müsste ich dann die Tempel und so wieder abreißen. Also mal schauen, wie es so abgeht. Also. Jo, jetzt Tutorial. Die Dorfbewohner brauchen dringend Nahrung, Meister. Bewegt eure Hand über das Feld und haltet die Aktionstaste gedrückt, um Getreide zu ernten. Wenn ihr 200 Nahrungseinheiten habt, bringt die Nahrung in das Lagerhaus. Jetzt haben wir genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. Ich mach's schon mal vor, aber irgendwie... Doch, es geht. Die Nahrungen reichen völlig für dieses Winzfeld, Boss. Wir brauchen Holz, wenn die Menschen unsere Stadt vergrößern sollen. Reiß einen Baum aus und leg ihn auf dem Lagerhaus ab. Am besten immer von einem Wald, die... bei mir nehmen, weil wenn sie einzeln sind, dann wachsen sie auch wieder schön nach. Und ab damit ins Lagerhaus. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Jo. Jetzt könnten wir noch ein paar zu Brüter. Bekehrte Brüter. Nein, nicht den Weg bauen. Ja. Oh. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind. Also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Seht ihr das Korn auf dieser Statue? Offenbar haben die Menschen Hunger. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden diese sind. Seht sie euch also regelmäßig an.
Details erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt. Da hat jetzt jemand gerade vorher Stärk oder irgendwas so etwas genannt. Das ist so ein Easter Egg, das kommt manchmal. Ich weiß jetzt nicht genau, wegen was der sagt. Aber es sollte irgendwas Lustiges sein, was mich irgendwie hinweist, ob ich gut oder böse bin oder sonst irgendwas. Also, wir müssen hier auf diese Insel alle Schilder lesen, das machen wir schon mal. Ja, ist jetzt nichts Gescheites drin. Ja, das werden wir alles erfahren. Ein Tutorial. Ja, Informationen. Das kennen wir. Ja, mit Feldern füllen die Lücken. Okay, ja, mit der Kreatur können wir noch nicht interagieren. Wir werden noch ein paar Minenleute machen, Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Und Bauherr kann ich dann später machen. Euer Volk braucht Häuser. Bewegt eure Hand über das rotierende Gebäude und zieht es mit der Aktionstaste weg. Wir brauchen die richtigen Gebäude und Futter, um eine vernünftige Armee auszuheben. Setzt die Hütte jetzt mit einem Klick ab. Also die Häuser könnt ihr, wenn ihr guter Gott seid, ein bisschen auseinanderbauen, damit sie schönere Flecken haben. Ich mache sie nah aneinander, ich bin ja der böse Gott. Sehr gut, weiter so. Du kannst den Bau beschleunigen, indem du einen Baum auf das Gebäude fallen lässt. Leg den Baum jetzt über dem Fundament ab. Seht ihr den Holzstapel? Eure Dorfbewohner bauen daraus das Haus. Da steht's übrigens, wie viel wir noch müssen. 6, glaube ich. Sehe ich das richtig? Ja, jetzt ist 5. So, und da können wir keins mehr. Da machen wir hier noch eins. Ihr könnt auch den Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Bewegt eure Hand über das fertige Haus, haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Platziert ein Fundament. So. Was am Bauherr? Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Okay. Dann schauen wir uns noch um. Wir können ein bisschen am Gras, das Gras bewegen. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Ja, jetzt kämte eigentlich das Jünger-Tutorial, aber da will er nicht so viel sagen, weil er sich ein bisschen, er findet es peinlich. Achtet auf, achtet an der Morgendämmerung noch Glühwürmchen. Virtuellen Einfluss, das kennen wir schon, Einflusszone ist diese Zone hier. Außerhalb kann man nichts bauen. Und ja, komm schon. Wechselliste, das wird uns auch noch erklärt. Ja, hier haben wir die gegnerischen Stämmen und die gegnerischen Truppen, die sind immer rot. Also so eine rote Markierung, damit man sie besser sieht. Ah, hier hat es noch Schäden. Ja, Stadtzentrum wissen wir auch schon. Das Haus ist fertig. Seht ihr, wie sich die Menschen freuen? Zuerst Straßen bauen, das machen wir aber nicht. Ich baue immer die Idee so, dass Straßen noch passen. Ja, und dass man beliebige Größe bauen kann, ist auch klar. Ja, Jüngern wissen wir auch schon.
Das wünschen müssen wir auch schon. Kapazität, das kann ich euch noch erklären. Das geschickte Platzieren ist auch klar. Da hatten wir noch eins. Einfluss ist Macht, aber wir benutzen eigentlich nicht so viel Einfluss. Sollten eigentlich alles sein. Ich habe aber wahrscheinlich noch ein, zwei vergessen. Aber das sehen wir dann später. Ihr könnt auch selbst beim Bau der Gebäude helfen. Jetzt sagt es endlich. Ja, ihr besorgt einfach Rohstoffe, die das Gebäude braucht. Haltet Geld noch nicht. Über das Gebäude, drückt die Aktionstaste und haltet sie gedrückt. Gottes Werk ist äußerst nützlich, kostet euch aber einige Rohstoffe. Danke, aber jetzt kann ich sie endlich. So, hier haben wir schon mal einen kleinen Wald. Machen wir hier noch ein paar. Die machen wir ein bisschen auseinander. So. Okay, jetzt müssen wir eigentlich alle noch bauen. Ah ja, noch ein Trick. Ihr seht ja hier die Linie. Hier können wir Bäume pflücken. Und hier eigentlich auch. Hier nein, immer noch. Nicht so. Der hier nicht mehr. Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Aber wenn ihr jetzt Bäume noch oder sonst Sachen noch einsammeln wollt, zum Beispiel hier oben, hier geht's ja nicht. Ja, danke schön. Ich weiß es. Euer Einflussbereich. Aber klickt einfach einmal hier hin, also in eurem Reich, und dann kurz nein, draus. Nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, jetzt ist seht ihr. Einflussbereich. Also könnte man hier draußen auch noch Bäume pflücken mit diesem kleinen Trick. Aber es ist ein bisschen schwer, also das erste Mal klappt es wahrscheinlich noch nicht. Also wenn ihr irgendwas außerhalb braucht, zum Beispiel wenn ein Stein rausgerollt ist, der gerne ihr für die Erze haben wolltet oder sonst irgendwas, ist es noch recht praktisch. So ein kleiner Cheat schon fast. Okay, das Haus noch. Gut, ihr habt vorerst genug Häuser gebaut. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Okay, ja, Jünger. Haben wir eigentlich alle genug? Später müssen wir schauen, weil manchmal werden auch Dorfbewohner von der Kreatur gefressen oder so. Müssen wir schauen. Aber wahrscheinlich werde ich es eben mit einer Wiese machen. Dann haben die Leute auch noch ein bisschen Frieden. Und auf der Wiese gibt es dann Fleisch. Wir müssen unsere Bevölkerung vergrößern. Nur also, wenn wir einige Brüter haben, wächst die Bevölkerung sicher bald auf 75 an. Also auf einer Wiese kommen dann Nutztiere und die Nutztiere kann die Kreatur essen. Also verbietet am besten, dass die Kreatur Menschen essen darf. Also das könnt ihr dann ihm beibringen, dass er nicht Menschen essen darf. Und Vieh bringt es auch nicht, es gibt euch nicht viel böse Punkte. Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr mehr über die Werkzeugleiste erfahren wollt. Die Werkzeugleiste. Okay. Also gut, öffnen wir die Werkzeugleiste. Seht ihr die Flagge am unteren linken Bildschirmrand? Ein Klick mit der Aktionstaste genügt, um sie zu öffnen. Was ist das? Das ist die Werkzeugleiste. Gut. Schließt sie jetzt mit einem weiteren Klick. Öffnet sie nun wieder. Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Menüs. Diese Menüs sind in Registerkarten unterteilt. Im Moment ist die Registerkarte Gebäude ausgewählt. Deshalb wird das Gebäudemenü angezeigt. Jedes Menü ist in Untermenüs unterteilt. Wir zeigen euch nun einige Techniken für erfahrene Götter. Drückt F4, um das Tributmenü zu öffnen. Das ist der coolste Teil des Menüs. Der Tribut ist sozusagen eine Währung.
Ihr könnt davon beispielsweise neue Gebäude kaufen. Ihr könnt eure göttlichen Mächte stärken oder eure Stadt erweitern. Meistert ihr eine Herausforderung, erhaltet ihr einen Tribut. Im Moment haben wir Tribut im Überfluss. Genug, um einen Tempel zu bauen. Kann ich das nicht überspringen? Tempel ist teuer. Oh, schade. Ihr könnt jetzt einen Tempel bauen. Das ist eine gute Sache, eine wirklich gute Sache. Eure Stadt wird durch solch einen Bau beeindruckender. Ist aber sehr teuer, also jetzt hört auf. Und setzt ihn in eurer Stadt ab. Nein, er kostet extrem viel Erze und das nervt ein bisschen und ist für böse Götter eigentlich schlecht. Hier. Zum Bau einiger Gebäude wird Erz benötigt. Erz wird aus zwei Quellen gewonnen. Da hätten wir zum einen die Erzmine. Ein Erzvorrat im Boden, den eure Dorfbewohner abtragen können. Es gibt auch Erzfelsen. Die Dorfbewohner können das Erz abtragen. Um Zeit zu sparen, solltest du aber selbst mit anpacken. Oh ja. Also Erz, Klumpen. Die 1200 Erz kostet das. Also am Anfang mache ich noch das mit dem automatisch, also mit dem schnellen Bauen. Später ist es nicht mehr rentabel genug. Ja, hast du noch etwas in der Hand? So. Aha, ist es jetzt voll oder was? Ja, jetzt ist es voll, jetzt brauchen wir noch Holz. Beschleunigen wir das Ganze mit Gottes Werk. Hol etwas Holz oder Erz. Haltet eure Hand über den Tempel und haltet die Aktionstaste gedrückt, um beim Bau zu helfen. Haben wir hier unten noch weiter? Ja. Boah. So ein Tempel, der ist einfach unnötig. Der bringt zu viel Einfluss und ich möchte nicht zu viel mit Einfluss machen. Gut gemacht.